1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball. Endlich mal wieder Autobahn. Heute das restliche Teilstück auf der Strecke von München nach Köln. A61 für alle, die sich auskennen. Und ja, eigentlich hätte ich in München bleiben können, weil ich am Freitag schon wieder dahin muss, weil am Samstag wiederum Paderborn von mir begleitet wird in der zweiten Liga. Ich weiß gerade nicht, gegen wen die spielen, weiß nur Sonntag dann Kaiserslautern gegen St. Pauli. Sowas vergisst man natürlich nicht, da stehe ich aber am Spielfeldrand, um die Interviews zu machen. Ja, noch zwei Cartoons zur Frauen-Europameisterschaft gleich, die mir sehr gut gefallen haben. Der erste hier besagt, dass es jetzt nicht mehr die Aufschrift auf dem DFB-Bus geben wird, die Mannschaft, sondern die Frauschaft. Ich finde das sehr, sehr gut. Und deswegen lasse ich mich ja auch schon seit Jahren nur von Frauen fahren. Das ist schon sehr vernünftig, was ich so manchmal mache. Und dann zum Zweiten, da ist der DFB natürlich ganz großzügig und hat die Frauenparkplätze mal gerade einfach so verdoppelt. Leistung muss sich lohnen, steht da drunter. Zwei wirklich sehr nette Cartoons. Heute gab es dann die Forderung, einen Mindestlohn sozusagen für professionelle Fußballerinnen einzuführen. Da weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich fordere ja auch den Mindestlohn für meinen Job, weiß aber auch nicht so ganz genau, wo fängt der an, wo hört der auf. Das wäre ja dann auch die Frage beim Frauenfußball in der Bundesliga. Wie viel ist das? 3.000, 5.000, 10.000 Euro, gemessen an dem, was die Männer verdienen. Und wenn man da eine gewisse Gleichheit herstellen will, dann wären das schon 10.000, ne? Minimum. Das sind nur 120.000 im Jahr, nur in dicken, fetten Anführungsstrichen. Ja, darüber wird noch diskutiert in den nächsten Tagen und Wochen. Ich weiß nicht warum, irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu verkopft gerade. Die sollen Fußball spielen und wenn die Menschen hingehen, wird es automatisch mehr Geld geben. So einfach oder so schwer ist das. Dann war Robert Lewandowski heute an der Siebener Straße, um Abschied zu nehmen von den ehemaligen Bayern-Kollegen. Viele Pressekollegen waren da. Sie warteten auf einen Skandal, vielleicht auf ein Handgemenge mit Hasan Salihamidzic oder wenigstens mit Oliver Kahn. Und was war? Nix. Friede, Freude, Eierkuchen. Die haben alle noch mal lecker zusammen Kaffee getrunken, haben sich gegenseitig gesagt, alles ein Missverständnis. Ja, ich glaube, beide Seiten waren nicht gut beraten, haben sich da nicht gut benommen. Und dann soll es auch aus der Welt jetzt sein. Das war so der Kern der Aussage, der danach getätigt wurde. So, Herr Zedeball verabschiedet sich nach 3 Minuten und 20 Sekunden. Auch deshalb, um Martin, den Produzenten, ein bisschen zu schonen, weil der heute, am 2. August, wie er mir gerade spontan mitgeteilt hat, eine Weihnachts-Sondersendung aufnimmt in seinen Studios. Also Kölsch-Pop auf Weihnachten aufgenommen am 2. August. Und er hat ernsthaft geschrieben, wer mag, kann in einem Nikolaus-Kostüm kommen. Und das bei Temperaturen. Man ahnt es, wenn man so kurz rausschaut, von heute bestimmt weit über 30 Grad. Aber mir war bei diesen Zeilen ganz weihnachtlich zumute geworden. Dankeschön, lieber Martin, für die Einladung. Ich schaff's aber nicht, weil ich zack unterwegs bin, wie ihr alle jetzt mitbekommen habt. Wir sehen uns wieder mit Herz, Seele, Ball und ohne Weihnachtsstimmung. Oh. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.